Jetzt kann ich so einen festgrauen Panzer tragen. Zum einen. Zum anderen könnte ich vielleicht. Oh ja, diese Hose. Die ist gut. Sieht zwar ziemlich ulkig aus, aber macht ja nichts. Dann ziehe ich mir mal so einen Lederhelm über. Ja, was ich machen wollte, sicher ist sicher, hier stürzt ja gerne mal das Spiel ab. Fasst euch kurz, mein Freund. Kord erzählte mir, ihr habt in der Schlacht von Kaitalur gekämpft? Das ist richtig. Ich war dort. Mehr als 8 Jahre ist das jetzt her. Ein grauenvolles Gemetzel. Nur wenige Tage bevor die Konvokation ausbrach. All die Wochen zuvor sind wir von Sieg zu Sieg geeilt. Ulatas Horden überrannten alles. Sie stampften Hokans graue Heere in den Staub. Doch dann, als wir Kaitalur schon in Brand gesetzt hatten, kamen sie. Schwarze Wesen, Albträume aus Stahl übersät mit Klingen und Stacheln. Sie schritten durch unsere Reihen wie Schnitter durch reifes Korn. Sie kannten weder Erbarmen noch Erschöpfung. Ihre Schreie. Ich werde das niemals in meinem Leben vergessen. Wir nannten sie die Eisernen. Und wäre die Konvokation nicht gekommen, sie hätten uns alle niedergemäht. Alle. Ihr habt Interesse an Wolfszeichen? Ei, ich habe meinen Männern eine Belohnung für jedes Wolfszeichen versprochen, das sie mir bringen. Brias Truppen haben verdammt viel Zulauf. Unsere einzige Hoffnung ist es, ihre Anführer auszuschalten. Deshalb die Belohnung. Gilt das Kopfgeld für Wolfszeichen auch für mich? Ei, wenn ich meinen Männern Geld gebe, warum nicht auch euch? Zeigt her! Wartet, eins nach dem anderen. Ich nehme erst einmal diese 5. Hier, euer Geld. Ja, Questbuch aktualisiert. Ja, ein Weg, die Bärwölfe zu schwächen. Wir haben ein bisschen Geld und Erfahrung gekriegt. Fasst euch kurz, mein Freund. Gilt das Kopfgeld für Wolfszeichen auch für mich? Ei. In Ordnung. Hier ist eure Belohnung. So, wie viele Wolfszeichen habe ich denn noch? Sind sie überhaupt. Ist überhaupt was in diesem Spiel stapelbar, ist die gute Frage. Ich glaube, ich habe keine mehr. Nee. Da kommt schon der nächste Angriff. Das können aber meine geballten Truppen ab. Euch schicken die Götter, Fremder. Verfügt ihr über Kenntnisse in der Heilkunst? Warum fragt ihr? General Thorn, sein Blick wird von einem Katarakt vernebelt. Er wird erblinden, falls ihm niemand den Star aussticht. Ich bin Tom, sein Feldscheer. Doch dies übersteigt meine Fähigkeiten. Ja, neue Quest, der Katarakt. Ein General der Roten Legion im Phalanx benötigt Hilfe, um nicht zu erblinden. Ihr findet jemanden, der General Toms Katarakt behandeln kann. General Tom im Phalanxheim ist schon fast erblindet. Sucht noch jemanden, der ihm den Star stechen kann. Ja, da kennen wir ja jemanden. Falls ihr euch noch daran erinnert, da war so ein Zahnbrecher, der auch beiläufig erwähnt hat, dass er den Star sticht. Okay, jetzt wird es langsam genug Geld. Questbuch wurde aktualisiert. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Nicht, dass wir jetzt nun endlich einen Geldbug haben.
Damals, als ich das erste Mal gespielt habe, bin ich auch ziemlich schnell auf den Zahnbrecher gekommen. Also, wir haben hier irgendwo die Quest noch des Zahnbrechers Zangen. Das war eine der ersten Quests. Genau, die erste sogar. Ich habe hier Blut. Und ja, dieser Zahnbrecher hat auch erwähnt, dass er den Star sticht. Als ich das erste Mal gespielt habe, hatte ich das irgendwie vergessen. Weil war ja auch ziemlich lange her. Ich bin trotzdem irgendwie ziemlich schnell auf ihn gekommen. Weil er halt einfach der einzige Arzt war, der mir so eingefallen ist. Außer Shanmuir. Wobei, ich glaube, ich habe auch Shanmuir gefragt. War ja Wolfselite. Standhalten, Männer! Tag. Die meinen es ernst. Oh, die Feuerwurfselite kommt auch angelaufen. Nicht zurückweichen! Clanbrüder, zu mir! Vespo wurde aktualisiert. Nicht zurückweichen! Sprecht mit Seth. Dieser Gefangene hat vielleicht Informationen über die Verteidigungsanlagen der Wölfe. In Deckung! Oh, da ist ein Scharfschütze direkt hinter uns. Clanbrüder, zu mir! Wir werden angegriffen! Tod den Feinden! Zu den Waffen! Jawohl! Clanbrüder, zu wir mir! Wir werden angegriffen! Krieg, wo sind die Gegner? Tod den Feinden! Zu den Waffen! Lauft! Clanbrüder, zu mir! Da haben wir ein kleines Problem, das wir mal lösen müssten. Die meinen es ernst! Wo sind die Gegner? Clanbrüder, zu mir! Runenkrieger, zu mir! Ein Gegenangriff! Ein nicht schönes Problem. Ich habe hier Blut. Aber wir haben da kaum eine andere Wahl, als dass die Orks auf die roten Legionstruppen losgehen. Das ist ein Hinterhalt! Oh ja, gegen so viele Tiere bin ich alleine machtlos. Ein Gegner auf halbem Weg. Jawohl. In Deckung. Ja, vorwärts. Zur Ehre Aonirs. Tod den Feinden! Was liegt an? Krieg, wo sind die Gegner? Tue wie befohlen an! Vorwärts, vorwärts! Bin schon auf halbem Weg! Vorwärts, vorwärts! Ein Gegenangriff den Waffen! Nicht zurückweichen! Wo sind die Gegner? Was liegt an? Klar, müssen wir noch das Lager hier oben finden, wo die ständig herkommen. Nicht zurückweichen! Vorwärts, vorwärts! Vorwärts, vorwärts! Jawohl! Tod den Feinden! Für den Clan! Vorwärts, vorwärts! Clanbrüder, zu mir! Jawohl! Blut! Die Linien müssen halten! Tod
Tod den Feinden! So, hier ist eine Klippe und nichts mehr, okay. Und hier durch müsstest du noch einem Lager gehen, genau. Wieder mit einer Wolfselite davor. Zum Glück habe ich Reichweite. Die meinen es ernst. Die meinen es ernst. Entdeckung! Clanbrüder zu mir! Die meinen es ernst! Ein Gegenangriff! Die meinen es ernst! So, haut ihr mal alles. Entdeckung! Die meinen es ernst! Auch die Kleriker da. Ein Gegenangriff! Die Rüstung der Wolfselite. Clanbrüder zu mir! Ist das der Rüstung, die ich anziehen kann? Nö. Ja, vorwärts! Krieg! Für den Clan! So, lassen wir noch eine Heilung los. Zu den Waffen! Am besten gleich noch eine. Oh, Kämpfe! Der Kämpfer ist eine ziemlich gute Einheit. Auch Kreuzschnitzer und eine Schmiede. Was sagt denn das Monument? Eisenbeschlagene Ritterrüstung, einem Säbel und einer Axt. Ja, der ist ein bisschen offensiver, glaube ich, als der Speerträger. So, damit haben wir auch das hier gesäubert. Ja, da ist definitiv zu viel Wolfselite im Weg.
Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Drachen. Bevor wir dann mit Seth Dundred reden, der da angekettet ist.